macht das wunderbar! Was ist denn da los? Und damit willkommen zurück zum vorletzten Game des Abends. Ja, zwei haben wir noch. Jetzt das letzte Game, das quasi eine Entscheidung bringt. Ja, danach das Game ist eigentlich nur noch zum Spaß an der Sache. Jetzt hey, haben wir sind nicht zum Spaß. Das hier gibt's nur Action, kompletter Krieg Ernst und gutes Gameplay. Anders gibt's hier. Über den letzten Punkt müssen wir diskutieren. Schwankend. Boah, jetzt wirst du schon wieder so toxisch. Das ist echt schwierig mit dir. Das ist, ich hab das alles von Bart und Mori. Ja. Ich schieb's auf die. Bart ist überhaupt nicht so toxisch. Und Mori eigentlich auch nicht. Bloß Mori sucht immer verzweifelt so nach diesen kleinen Jokes und Gags, die er mit reinstopfen kann. Dafür muss er manchmal toxisch sein. Weil es gibt keine guten Gags. Es gibt schlechte Gags. Bei Mori ist es halt besonders schlechte. Und deshalb ist er halt deswegen automatisch so ein bisschen toxisch, weil er immer nach diesen Gags sucht. Das ist korrekt. Das ist die Erklärung für Moris Verhalten, Leute. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wieso Mori manchmal so komische Dinge erzählt. Jetzt wisst ihr warum. Deswegen. Ja, also Mad Lions, der Favorit des Turniers, haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt gegen Panathinaikos, die eigentlich, ich fand die persönlich ziemlich gut. Ja? Ich glaube, der Chat hat die auch ziemlich gefeiert. Also gestern waren sehr viele Panathinaikos-Fanrufe mittlerweile, sag ich mal. Ich bin mal gespannt, wie die, ja, Griechenland gegen Spanien jetzt quasi. Ist halt, beim Fußball wäre es jetzt ein recht eindeutiges Duell. Aber hier, vielleicht bei League of Legends. Wobei Griechenland halt auch schon teilweise ziemlich gute Fußballmannschaften in den Worlds, wollte ich schon sagen, in den Fußballweltmeisterschaften auf die Beine gestellt. Das ist ja schon echt lange her. Das ist schon länger her, das ist richtig. Aber die haben auch gute Kaliber mit dabei gehabt. Das stimmt. Ja? Damals gab es noch einige. Das waren noch Zeiten. Europameisterschaft 2004. Das ist aber nicht das Thema heute. Wir haben ja Europameisterschaft 2018 im Sommer. Wie lange das schon her ist. Ja. Ich überlege, wie lange ist das schon her, als ich Diablo 2 gespielt habe? Anscheinend wie lange ist es schon her, als WoW released wurde? Wie lange spiele ich jetzt schon League of Legends? Was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Und jetzt stehst du hier und castest mit mir. Boah, ich wette, wenn ich nicht angefangen hätte, League zu spielen, wäre ich jetzt Astronaut. Echt? Oder wäre halt ein super-duper Physiker, der jetzt halt schon die ganze Welt zum Positiven verändert. Willst du damit sagen, League of Legends benachteiligt einen? Oder ich hätte allen Frauen die Gleichheit gebracht auf der Erde. Irgendwas hätte ich auf jeden Fall Grandioses gemacht. Also fang bloß nicht an mit League, ist das deine Aussage? Naja. Schwierig, ja. Also ich denke, es hat auch gute Sachen gebracht, der League of Legends. Ich meine, wir haben jetzt super coole Turniere. Ja, viele Zuschauer, Geld. Aha. Geld. Hätte ich als Astronaut auch verdient. Das stimmt auch wieder. Und als super männlicher Feminist hätte ich bestimmt auch echt viel Kohle verdient. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Feministen so verdienen. Naja, gut, Feministen wahrscheinlich. Für Feminist sein kriegst du wahrscheinlich kein Geld. Kommt drauf an. Aber es gibt wahrscheinlich dann irgendwelche Jobs, für die angeheuert wirst, irgendwelche Demonstrationen so anleiten kannst, einfach keine Ahnung. Hier wird schon geschrieben, du hast eine Mid-League-Crisis. Eine Mid-League-Crisis? Ja, die habe ich schon hinter mir. Ich habe jetzt schon meine After-League-Crisis. Und dann kommt irgendwann die After-After-League-Crisis. Also da kommst du nicht mehr raus aus dem Sumpf. Seid ihr einmal in dem League-Sumpf gefangen, seid ihr verloren. Seid zwar manchmal ist glücklich, schon zu spät. Aber auch nur, wenn ihr gewinnt. Dann seid ihr ja deprimiert, wenn ihr verliert. Also League ist halt einfach ein Wechselbad der Gefühle. Aber ihr lernt auf jeden Fall im Leben auf alles gefasst zu sein. Wenn ihr schon mal eine 10er-Losing-Streak überlebt habt, dann könnt ihr alles im Leben überleben. Dann könnt ihr alles überstehen und mit allem fertig werden. Es gibt nichts demoralisierenderes als halt eine 10er-Losing-Streak. Ist korrekt. Also vielleicht eine 15er-Losing-Streak. Aber ich oder glaub, 20er. Ja, aber es macht, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Ich glaube, nach 10 bist du halt irgendwann durch. Ist man innerlich sowieso schon der ist leer. Jetzt schon egal. Ja. Da hast du mit League dann schon abgeschlossen, zumindest mit den Wins. Das stimmt. Da haben wir aber eine Teamaufstellung von Panathinaikos. Ich könnte mal in den Chat schreiben. Seid ihr eher für Matt oder seid ihr eher für Panathinaikos? Weil ich glaube, Matt hat auch einige Fans. Zwar hauptsächlich in Spanien, weil sie eben von da kommen. Aber würde mich mal interessieren. Schreibt das mal rein. Hier haben wir das Team. Delito Dominant Paris ist ein recht, ja, rechter Neuling. Ziemliches Talent. Genauso wie Bananito. Und Raxo dazu noch, ist das Line-Up. Wie gesagt, gestern schon performt und heute eben geht's für sie um die Wurst. Ja, müssen oder wollen in die nächste Runde einziehen. Habe ich dir schon mal ein Geheimnis verraten? Ich weiß, für wen Bart wäre. Echt? Bart wäre für die Mad Lions. Weil? Weil sie das letzte Mal gewonnen haben, der absolute Erfolgsfan ist. Das hat beim Gauntlet hat Bart mir tatsächlich schon erzählt, dass du ihn zum Erfolgsfan machst. Ja, er ist ein. Weißt du, wir haben einmal ein Best of Five gecastet. Immer so, immer wenn jemand ein Spiel gewonnen hat, ah, der ist jetzt besser, der soll das auch gewinnen. Dann gewinnt der andere, macht der Ausgleich, ja, jetzt soll der gewinnen. Das ist der wieder besser, ne? Wenn Bayern München gewinnt, ist er Bayern München-Fan. Wenn Dortmund gewinnt, ist er Dortmund-Fan. Wenn Fnatic gewinnt, ist er Fnatic-Fan. Und wenn er Schalke 04 gewinnt, ist er Schalke 04-Fan. Der cheert selbst für TSM. Ja, aber ist auch gut für TSM zu cheeren. Also, ist halt ach schon so, krass. Fahren Sie deshalb nicht zu den Worlds? Ach, du bist TSM-Fan? Ja, siehst du die Jacke wie, da? Wie fühlst du dich so, wenn TSM nicht zu den Worlds fährt? Also, es ist ein cooles Gefühl, weil sie können ja nicht verlieren bei den Worlds. Das ist richtig. TSM hat immer dieses Meme, ja, die zweite Worlds-Woche, die zweite Group-Stage-Woche hat TSM immer reingesackt.
immer verloren. Ja. Die können sie jetzt nicht mehr verlieren. Ja, super. Also sie können auch die erste nicht mehr gewinnen. Also das war übrigens auch das Motto von CLG bei der MSI, aber... Oh, ist interessant. Ist halt NA. Da kannst du auf jeden Fall stolzer Fan von TSM sein. Nächstes Jahr. Ich habe zwar gesagt, dieses Jahr ist das Jahr von TSM. Ja, nächstes Jahr. Ich habe mich im Jahr gehört. Ich habe halt auf den Kalender geguckt. Klar. Falsche. Aber nächstes Jahr vielleicht. Jetzt sind wir erst bei den U-Masters. Vielleicht nicht zu weit abdriften. Ja, da hieß das Niveau wenigstens ein bisschen höher als bei TSM. Oh, das... Also, ich war schön hier. Das war's dann mit dem Garsten. Jo, ich mach das Solo weiter. Gar kein Problem, Leute. Dann gehen wir hier mal saftig rein, dann nicht in den Speck oder so ähnlich. Ich kann nicht so weit wegen dem Kabel. Ist halt schade. Sonst wäre ich aus der Tür rausgegangen. Hätte die Tür nochmal böse geknallt und ganz so aggressiv. Auf, ab, in die Pick und Bann, Leute. Lenken wir lieber ein bisschen ab, genau. Scala Bann als erstes auf Seiten von Panathinaikos. Mal schauen, worauf die Teams hier den Fokus legen. So. Scan. Also, ist ja nicht schlecht, ne? Ich habe jetzt die letzten Games immer so ein bisschen gepredigt. Leute, spielt einfache Dinge, die einfach super easy auszuführen sind. Dann kann euch nicht viel passieren. Wenn der Gegner Fehler macht, könnt ihr sofort hart abusen. Und Scan ist definitiv einer der Champions, der ist nicht schwierig zu performen. Und der ist ja linear und sehr stringent und einfach einzusetzen. Den hat man hier von Selfmade einfach entfernt. Varus noch rausgenommen. Auf der anderen Seite ist noch Akali, die eben, ehrlich gesagt, nicht so gut funktioniert hat. Also man hat zwar auch gesehen, dass sie halt dieses 1 gegen 1 Potenzial hatte, dass sie aber auch schnell wieder abgefallen ist. Ja. Dass sie halt Probleme bekommt, wenn es halt in die Teamfights geht. Weil die AOE-Schaden, der Flächenschaden ist jetzt halt nicht super krass, ne? Sie ist halt wirklich der Assassin schlechthin, der halt ähnlich wie LeBlanc versucht, ein Ziel zu eliminieren. Wobei LeBlanc halt doch den Vorteil hat, mit einem Double Dash kann sie halt auch mehrere Ziele dashen. Und dort aus dem Spiel rausnehmen. Ach, schwieriges Gedöns. Kind wird damit rausgenommen, also im Jungle noch viel Platz. Rakan offen geblieben. Xayah wird hier als erstes priorisiert. Also ich hätte hier eher den Rakan als First Pick gesehen, um ehrlich zu sein. Wenn man da von mir jetzt weggenommen spielt, Rakan und Xayah zu nehmen. Bisher muss ich auch sagen, hat Xayah noch keinem Game richtig glänzen können. Ja, X-Medi war okay. Also es war schon eine solide Leistung von ihm. Aber ansonsten, es war halt kein Game, wo man sagt, okay, wow. So, gebe ich dir schon recht. Ich bin alleine schon ein Mad Lions Fan an der Stelle, weil Wallet mitspielt. So, das kennt man noch, ja. Ist schon Ewigkeiten Mad Lions. Er hat ja, ich weiß nicht, wer von euch schon länger Verfolger der EU-LCS ist. Damals, als Giants noch mit dabei war. Und zwar noch nicht das neue Giants, sondern das alte Giants. Als es halt ein rein spanisches Team war, mit Pepinero noch in der Midlane und Wallop auf der Toplane. Stimmt, was macht der eigentlich? Was Pepi gerade macht? Keine Ahnung. Ich glaube, der spielt auch Overwatch oder sowas. I don't know. Alles möglich. Ja, und da war Wallop noch am Start. Und er war damals quasi Jax OTP. Jax wurde immer gebannt gegen ihn. Irgendwann kam dann noch dieser Off-Tank-Fist mit dazu, den man gegen ihn gebannt hat. Aber er hat sich damals, also für mich, sehr ins Gedächtnis gebrannt. Also fast niemand ist mir so im Gedächtnis hängen geblieben wie Wörle. Weil ich genau wusste, wenn er seinen Jax nicht bekommt, dann wird das nichts für Giants. Und wenn er seinen Jax bekommt, ist es ein Free-Win für Giants. Also nichts war halt so extrem wie diese Leistungsschwankungen. Mittlerweile hat er seinen Champion-Pool einiges erweitert. Und heute werden wir sehen, ob er seine Leistung hier weiter aufrechterhalten kann. Irelia gleichzeitig noch für die Merdis eingeloggt. Und auf der anderen Seite hat man sich für den Xin entschieden. Sieht man zurzeit auch nicht so oft. Aber Xin ist auch ein sehr, sehr fettes Early-Tier. Also Dominant hatte den, glaube ich, am ersten Gruppentag schon gespielt. Ich denke, Xin wird momentan von vielen auch noch unterschätzt. Also er hat schon ein hohes Potenzial. Und die Ultimate ist halt auch schlichtweg eklig. Ja. Wenn er halt reinkommt, alle zurückschmeißt, ein isoliertes Ziel aufs Korn nimmt und alle anderen halt von außen keinen Schaden machen können an ihm. Ja, vielleicht mal ganz kurz zu Peppy, um das aufzulösen. Der war sogar bis Januar diesen Jahres bei einem anderen Team der EU Masters, nämlich bei Asus. Da hat er gespielt tatsächlich. Ach, Peppy hat bei Asus gespielt. Ja, und jetzt ist er gerade bei LoL Academia. Wer kennt's nicht? Das Lull. PogChamp. Das ist auch schon lange her mit dem, ey. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, warum hat man Rakan jetzt nicht mitgepickt? Das tatsächlich, ja. So hätte ich eher bei Panathinaikos gesehen, aber irgendwie haben sie den halt komplett verpuffen lassen. Das ist jetzt nicht so sehr interessiert, dafür war der Xin anscheinend ein bisschen wichtiger. Es wäre Braum zwar wieder eine Möglichkeit, aber auch den können wir theoretisch rausbannen, also... Aber auch Braum und Xayah, ich finde die Kombo halt nicht so insane. Na, wir sehen sie trotzdem hin und wieder. Ich finde es auch nicht so. Aber ich finde, glaube ich, Morgana oder sowas gegen Alistar schwieriger zu bewerkstelligen. So gegen den Braum kamst du als Alistar halt super gut klar. Das sollte für dich kein Problem sein. Und du kannst ja im Prinzip, so die Grundkombo, selbst wenn Alistar engaged auf Level 6 und Braum sein Schild hebt, kannst du ja mit Kaiser quasi direkt hinter den gegnerischen AD Carry ulten und triffst halt trotzdem eine ganze Kombo und kannst den Braum-Schild komplett ignorieren. Deshalb finde ich halt Braum in dem Setup einfach nicht ganz so geil. Und er hat halt auch kein großes Potenzial gegen den Rest bisher.
letzte Bann jetzt von Panathinaikos noch. Das ist der Gragas. Also dann nochmal der Fokus auf den Jungle. Jetzt kommen wir in die letzte Pickphase. Crownshot. Er wird Kaiser spielen. Ich denke mal, wird es auf den Jungle gehen. Um sich die Mitte für den Last Pick aufzuheben. Wobei, es könnte natürlich auch Irelia Mitte sein. Ja, das ist auch der Grund, warum man quasi den Top- oder auch Midlane Pick bis zuletzt noch nicht offenbaren möchte. Tejani, machst du eigentlich nie was verkehrt. Sie ist jetzt nicht unbedingt der beste Champion, um gegen Xin anzutreten. Also im reinen Duell ist Xin da um einiges effektiver. Aber sie bringt halt viel Teamfeldpotenzial mit und will sie ja einfach einen Tank haben. So, wir haben jetzt in den letzten Games auch gesehen, wie wichtig einfach Frontlines sind, wenn du halt skalierende Hypercarries hast. Die geben dir halt so viel Zoning, sie geben dir so viel Freiheit, dass du deine Autotext durchbringen kannst. Man entscheidet sich jetzt tatsächlich noch für den Tam Kench mit dazu. Boah. Extra Schutz für Xayah, aber... Ich sag mal, so ist solide. Ist jetzt nicht zu schlecht oder so. Gerade auch, weil du halt gegen Alistair antreten musst. Gegen Minimatch-Ups kann sich Tam Kench eigentlich ganz gut durchsetzen. Und du kannst halt die Bola relativ einfach dadurch ausspielen. Einfach den Next Bola Fürst einfach rausnimmst. Italia. Auch nochmal für Panathinaikos dazu. Dass er Midlane Talia ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man die Irelia in die Mitte setzt. Irelia sollte gegen Talia ziemlich gut funktionieren. Kriegt halt die ersten paar Level so ein bisschen was aufs Säckchen. Und wenn sie erstmal an ihr erstes Item kommt und den Level 6 Down quasi überbrückt hat, dann kann sie, glaube ich, mit Talia machen, was sie möchte. Ja, es wird die Irelia Midlane. Also ich finde den Talia-Pick an der Stelle ehrlich gesagt übelst gewagt. Damit hat man mit Ornn gegen Poppy auch ein schönes Matchup. Ornn gewinnt das tatsächlich. Poppy ist natürlich auch nicht so sehr damit einverstanden, dass sie halt Magieresistenzen rushen muss. Gleichzeitig hast du halt nochmal den AD-Damage-Ausgleich in der Midlane, weil du ja über Kaiser und Ornn schon mal viel magische Schaden mit reinbringst. Also Sejuani und Alistar bringen halt auch nur magischen Schaden mit rein. Und die Irelia ist dann die Normal-Damage-Kanone, wenn man das Ganze so möchte. Und das ist auch ein Matchup, was du halt ohne weiteres um die Midlane spielen kannst. Und ich hoffe auch, dass Paris hier nicht fürs Ignite geht. Wenn er fürs Ignite geht, wird Sejuani ihm einfach den Arsch wegsitten und wird ihn halt permanent im Gesicht rumhängen und man wird halt einen Kill nach dem anderen bekommen. Ähnlich ist es halt mit dem Irelia-Stun. Also ohne die Läuterung wird er da nicht klarkommen. Ignite wäre super gierig jetzt in dem Setup. Das auf jeden Fall. Ich kam schon die Vorschläge, einfach den Xin in die Mitte zu traden, aber Xin Zhao auf der Lane wäre, glaube ich, nicht das Optimalste. Weil eigentlich Talia im Jungle zuletzt so das... Ich sag mal so, ich habe Xin auch schon auf der Lane gesehen, aber das ist halt... So, das ist so Solo-Queue gefühlt einfach. Ja, ja, klar, aber auch Solo-Queue-Champions können ja manchmal funktionieren. Bei Xin ist halt so ein bisschen das Problem, er ist Hit or Miss. Wenn er All-In reingeht, dann muss er den Gegner halt entweder so richtig schön packen oder er wird halt selber gepackt. Es gibt halt kein Zurück für ihn. Und das ist so ein bisschen das Problem, was Xin hat. In der Midlane bist du halt von zu vielen Stellen zu gut gankbar. Er hat keinen defensiven Dash oder sowas. Also Midlane Xin gar nicht. Toplane Xin kann man noch drüber nachdenken, ob man sowas im Solo-Queue vielleicht mal OTP't oder so, um den Gegner damit zu cheesen. Aber ihr werdet ganz schnell feststellen, dass da auch einige Schwachstellen vorhanden sind. Also Xin auf der Lane. Schwierig. Schwierig. Ganz doll schwierig. Ja, und für Midlines gegen Panathinaikos, wie gesagt. Also ich sehe Midlines hier auch nach der Pick und Balance vorne. Einfach dieser... Ja, Irelia in die Mitte packen. Dieser Flex hat am Ende das für mich dann doch noch entschieden. Du hast schon angesprochen, gegen Talia wird sie gut klarkommen. Also ich finde, da eine Talia reinzupicken ist halt schwierig. Fairerweise ist natürlich auch die Matchup-Varietät gegen Irelia in der Midlane begrenzt. Es gibt halt nicht viele Matchups, die halt super gut mit ihr umgehen können. Naja, so. Wir haben schon Tryndamere gesehen, ich meine. Ja, Tryndamere funktioniert. Urgot funktioniert auch ganz gut, aber Urgot war halt gebannt. Das stimmt. Dann direkt rausgenommen. Und da, also diese ganzen normalen Control-Mages sind halt sehr oft immobil. Also auch diese ganzen klassischen, ne, sowas wie Lux, Viktor, Ori, haben halt alle Probleme. Auch ein Azir hat halt Probleme. Ja. Aber also er ist nicht unmobil, er hat einen Dash, aber er wird ja auch von Irelia gedashed und sein Dash bleibt quasi in ihr hängen. Was halt für ihn auch ein Problem ist. Und das wird halt ganz oft zu ihm Verhängnis. Und Irelia macht dir den, zack, 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 dann steht es an dir dran. Und im Nahkampf verlierst du. Das sowieso. Vor allem kann sie ja den Soldaten eben super gut aus dem Weg gehen. Ansonsten, was glaubst du, welches Team, oder mal eine andere Frage, gehen wir mal weg von der Gruppenphase. Was glaubst du jetzt, abgesehen von den Leistungen, die du gesehen hast, mit Lions oder Panathinaikos, wer gewinnt er? Also ich meine jetzt nicht heute, sondern wer hat er die Chance? Overall. Turnier. Mit Lions. Mit Lions? Ja, aber um fünffache Leistung besser. Und insgesamt von allen Gruppen? Ich glaube, insgesamt würde ich aktuell so ein bisschen schwanken zwischen Mad Lions und Gamers Origin. Gar nicht ESG. Also, das tut mir jetzt im Herzen weh. Das tut mir jetzt im Herzen weh und wahrscheinlich kommen jetzt gleich die Kanonen zurückgefeuert. Was, wie kann er denn nur? Aber ich bin schon sehr froh, dass ESG jetzt überhaupt erstmal in die Gruppenphase gegangen ist. Ich denke, sie haben sich auch gut gesteigert und finden ihren Weg. Ich sehe sie allerdings noch nicht im Finale. Also für mich wäre es eine absolut, für mich ist es jetzt schon eine übel respektable Leistung und für mich war es halt übel geil, wenn sie es bis ins Halbfinale schaffen.
das wäre für mich schon einfach zu dem offenen Event. Da müssen sie natürlich auch mal, da müssen sie halt noch so ein bisschen hoffen, so wie ist die Gruppenziehung, wen kriegen sie als Gegner quasi in der nächsten Stage. Aber ich sehe sie auf jeden Fall nicht im Finale. Aber vielleicht. Ja, also, man kann ja über sich hinauswachsen. Ich wollte sagen, wenn die Lernkurve so bleibt wie jetzt und es halt weiter so nach oben geht und sie sich so gut bewähren, dann kann das auch passieren. So, ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass es unmöglich ist. Und ich würde mich natürlich, also es wäre das Geilste für uns. Ne, gerade nachdem halt alle so gesagt haben, ach, die Deutschen, so, die können nichts. Da kann doch nichts werden und nee und, pff, und sich da so ein bisschen lustig gemacht haben, wäre das natürlich übelst geil, wenn sowas passiert. Würde ich halt feiern bis zum geht nicht mehr. Dann ziehe ich mir ein ESG-Trikot als Unterwäsche an. 2 Tage lang. 2 Wochen lang. Geh mich nicht waschen. So, auf geht's! Game Nummer 5, Leute! Wir starten rein. Vorletztes Game der Gruppenphase, es sei denn, hier gibt's noch die Tiebreaker morgen. Sagt, davon hängt ja einiges ab von diesem Spiel. Griechenland gegen Spanien, Leute. So ist es. Wir bleiben auf jeden Fall in der EU. Das ist bei den EU Masters wahrscheinlich. Ja. Ja, auch komisch. Ich meine, es könnten, glaube ich, sogar in A-Import spielen. Das dürfen. Wir müssen ja 3 Spieler pro Team müssen aus dem eigenen Land kommen und der Rest darf Import sein. Ich weiß nicht, wie die Regelung da bei den EU Masters ist. Also in A-LCS ist es so. In der EU-LCS ist es so. Aber ich glaube, jedes Tournament... Ja, und auch bei den, tatsächlich bei den nationalen Ligen. Das haben sie es hier auch übernommen. Also Sola hat gestern bei mir schon drüber... Ja, das kommt einfach aufs Regelwerk drauf an. Also die ESL schreibt ja das Regelwerk vor. Ich weiß nicht, ob das bei den European Masters auch von der ESL vorgegeben wird. Weil die es ja quasi ausrichten. Ich denke schon. Und ich glaube, bei der ESL ist es auch so, dass sie es machen. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Dann wird es halt auch für alle von ihnen ausgerichteten Turnieren logischerweise so übernommen. Weil du willst ja nicht jedes Mal ein neues Regelwerk aufstellen. Stimmt. Da, Wort Nummer 1. Die gibt es dir gleich für Dominant. Das sieht man letzte Zeit häufiger, so den Sweeper mitzunehmen auf Level 1, einfach schon um Vision zu verwehren. Macht die Invert halt einfacher. Also geht man eben auch hier für den gegnerischen Red Buff. Ist halt die Frage, ob sie Johnny das jetzt riecht. Aber sie hat halt noch keine Information darüber. Jetzt kriegt sie aber, denn Poppy läuft durch den Tri-Bush. In dem Tri-Bush steht eine Ward. Und wenn Poppy aus dem eigenen Jungle kommt, vom Red Buff, sollte auch ziemlich klar sein, dass Xin diesen Red Buff mitgenommen hat. Und Sejuani kann quasi die Grenze verschieben. Und wenn denn, sollte sie halt für den gegnerischen Red Buff gehen. Wenn Dominant jetzt halt den contesten möchte, weil er weiß, dass er stärker ist, läuft er jetzt nicht zum Blue Buff, sondern macht genau direkt das, was er jetzt gerade tut, sondern läuft halt direkt zum Red Buff. Weil er weiß, dass Sejuani halt zum Anfang relativ langsam ist. Ich bin auf jeden Fall hier ein cleveres Pathing. Vor allem kriegt er halt auch noch die Krabbe, ne? Selbst die muss er da nicht aufgeben. Oh, Ignite die direkt drauf. Nemesis Blitzflash, das ist First Blood für Mad Lions hier, aber direkter Ausgleich geht nochmal für Panathinaikos. Ja, aber glaubt mir, das ist kein guter Trade für Paris. Zum ersten, weil er halt weniger Gold bekommt und zum anderen, weil das Matchup halt ohne Flash für ihn noch viel schwerer zu spielen ist. Also der Flash-Trade ist für Irelia halt 10 von 10 Worm. Ja. Wie schon angesprochen, Dominant direkt zu seinem Red Buff durch. Wird zwar vielleicht damit die Krabbe auf dem Top sein auf, aber er hat halt einen Buff mehr. Und jetzt sehen wir die Szene nochmal. Halt typisch, Irea ist Level 2, geht rein, macht Schaden und tötet. Ich glaube, Irea hätte das sogar überleben können. Sie ist mit ihrem Flash so ein ganz kleines Stück außerhalb ihrer Autotech-Reichweite geflasht. Oh, Paris wieder direkt angegangen, TC ist drauf, musst du aufpassen, weil Dominant eben auch da ist. Teleport von Delirio Oliver zum Panathinaik, was ist sogar mit dem Kill? Action in der Midlane! Freunde, da haben die gleich alle Spaß. Man ist jetzt auch mit Blue Buff unterwegs. Das bringt ihn jetzt hier ein bisschen weiter wieder nach vorne. Oh, seine Kombo ist raus. Mein Nemesis hat noch nicht genug Stacks. Dadurch ist sein Schaden halt noch ein bisschen begrenzt. Alter, der Teleport von Poppy hat jetzt natürlich viel geregelt. Wenn der Teleport nicht durchgekommen hätte, hätte Selfmade wahrscheinlich den Kill mitgenommen. Wenn er halt genug Zeit gehabt hätte. Und das ist ja auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, Ignite hier für Paris ist halt ziemlich greedy. Und ich wette mit dir, dass dieses Ignite ihn noch 3-mal mindestens in dem Game zu Verhängnis werden wird. Dass er halt keine Läuterung hat und dann nicht einfach rauskommt. Später, abseits der Laning Phase, hat er ja Tahm Kench, da geht's. Aber Talia ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Champion, den du halt mit allen gruppieren möchtest, sondern Talia ist ein Champion, den du halt auch sehr gerne alleine roamen lassen möchtest. So, sie hat halt ihre Wall, der sich schnell für Überzahlsituationen sorgen kann, vor allem schnell damit halt roamen kann, den Gegner nochmal ein bisschen blockieren kann in seinen Rückzugswegen. Und da ist halt nicht immer ein Tahm Kench zur Verfügung. Was für sie natürlich hier cool ist, was ziemlich sick ist, sind die Botlane-Roams. Also wenn sie in der Midlane nach vorne gebracht wird und die Midlane sollte hier absolute Priorität haben für beide Jungler, dann kann sie quasi einfach Botlane-Roam, kann ihre Wand aufstellen. Beim ersten Mal kriegt sie Flashes, weil beide Gegner nicht in der Lage sind, über diese Wand rüberzukommen. Kaiser hat halt höchstens die Option, wenn Talia halt sehr nah an der Wand dran steht, dass sie quasi vom Ult-Winkel schafft, sich hinter Talia so zu positionieren, dass sie auch hinter der Wand steht.
Aber dafür müssen erstmal alle Voraussetzungen gegeben sein. Vor allem muss sie ihre Marks halt auf Thalia haben, dass sie halt auch dahin holten kann. Was halt meistens derzeit gar nicht möglich ist. Und Alistair kommt auch nicht rüber. Vielleicht nochmal im Chat ist gerade so ein bisschen die Diskussion. Matt hat nur zwei Spanier im Lineup, aber in Spanien in der Liga ist es tatsächlich so, das hat Sola gestern auch gesagt, dass sobald du in Spanien wohnst, zählt das nicht mal als Import, sondern du zählst als Spanier. Und die haben halt ein Gaming-Haus und damit wohnen die alle in Spanien. Halt, weil die Frage aufgekommen ist, ne? Wie können die denn mit zwei Spaniern denn die Regel erfüllen? Ist bei denen so. Es kommt halt immer so ein bisschen auch auf die Landesgesetze an. Ja, weil in Amerika ist es ja erst so, dass du halt als Amerikaner zählst. Op. Oh, schöne Sidesteps. Aber hier kommt das dann. Zieh drauf. Reicht aber nicht. Ich glaube, wenn er es nicht so gut gesidesteppt hätte, wäre er gefallen. Wenn er halt einen von den beiden Stunts sofort abbekommt und eine von den beiden Instanzen mehr, dann ist er da tot. Ja. Aber sofort. Das hat er wirklich schön gespielt. Sowohl Sejuani halt lange kiten können, als auch den Irelias dann vermieden. Bisschen schade. Aber ihr seht, beide Jungler sind halt sehr um die Mitte fokussiert. Kann sich die Wort und gönnen. Dominant jetzt in der gefährlichen Position, geht aber direkt auf Nemesis rauf und jetzt Paris hier über die Wand mit dem Schaden. Frage ist, reicht das aus? Nemesis kriegt hier den Kill. Oh, Double Lock aber auf Botlane. Botlane, Bananito muss da rausflashen, Falco will hinterher. Haxo wird jetzt hier nochmal festgehalten, aber kommt auch nochmal raus. Dann kenne ich hier. Der Flash von Falco war ein bisschen over the top. Ah, auch in der Midlane habt ihr gesehen, was auch der Vorteil in dieser Combo ist. Also auch Irelia in der Midlane synergiert sehr gut mit Sejuani, weil sie halt als Melee in der Lage ist, die passiven Stacks von Sejuanis dann auf den Gegner raufzubringen. Das können nur Nahkämpfer. Ja. Fernkämpfer zählt diese Passive nicht. Und auch da ist es natürlich geil, weil du chargest einfach auf den Gegner, zwei Autotags und schon zwei Stacks drauf, Sejuani kommt nochmal angeflogen, Autotag B, bap, Stun. Und dann kannst du halt deine Combo als Irelia auch ganz in Ruhe durchziehen. Das Splitterhorn hat gerade seine Ult nicht durchbekommen, weil Poppy mit der W nah genug dran stand. Und die Reaktivierung zählt natürlich als Dash. Somit geht die nicht durch. Ja, man merkt schon, also die Winning Positions nehmen gerade so ein bisschen Überhand bei den Mad Lions. Sowohl der Ornn, der sich oben durchsetzen kann, auch wenn er jetzt keinen Kill bekommen hat. Sejuani, die sich halt in der 2-zu-2 Konstellation mit Irelia durchsetzen kann. Auch von Botlane. Mit dem Double Knock-Up hat man sich halt gerade einen Vorteil verschafft. Den Bananito, der ist jetzt erstmal komplett ohne Summoners unterwegs, während Crownshot noch alles hat. Falco auch immer noch sein Ignite und quasi sein Hextech-Flash als kleinen Flash-Ersatz. Ja, Selfmade, Blue. Wenn sie fragen natürlich, was kann Matt aus diesem Vorteil machen, den sie auf der Botlane haben. Sie müssen ja noch aggressiv drum spielen, wenn Bananito da eben nichts mehr hat. Nemesis schon mit zwei Kills. Und sein Flash ist auf wieder parat. Paris muss immer in Turmreichweite stehen, wenn er gecharged wird, dass er da schnell genug den Rückzug findet. Er kann nicht mehr zu nah an ihm ins Rangehen. Und auch wenn er Fernkämpfer ist, kriegt er halt genau dadurch in dem Szenario keine Push-Pressure mehr. Weil der Irelias Dashes halt immer respektieren muss. Wenn er zu nah versucht, und zu weit die Lane reinzupushen, wird er sofort engaged und gepunished. Und das klingt immer ein bisschen komisch, dass du als Thalia hast du ja quasi gegen Champions, die Dashes haben. Solltest du ja eigentlich einen Vorteil haben. Oh Gott, Nemesis hat den Reset bekommen. Dominant macht den Schaden, man kriegt den Kerl aber nicht. So holt sich sogar noch ein. Fällt jetzt zwar auch, aber es ist ein 1-zu-1-Tausch. Jetzt kommt die Thalia, weil man will Selfmade hier abschneiden. Ja. Will man hinterhergehen, ist alleine, Paris. Das ist gut riskant. Aufpassen. Dann. Jetzt stand jetzt durch. Dann holt man sich den Kick. Aber jetzt los nochmal den Kill ab. Und somit ein 2-zu-2-Tausch. Da hat er übrigens mit der Läuterung überlebt. Just saying. Das war Nummer 1. Guck, ob wir auf die 3 kommen. Ah, so bitter. Wenn Nemesis halt. Jetzt bei ihm. Wenn Nemesis bloß ein klein bisschen mehr Schaden abbekommt, einen kleinen Augenblick früher stirbt, dann sind sie halt vollkommen vereint in der Situation. Also, er war eigentlich ein bisschen greedy. Vor allem musst du überlegen, also das, was halt auch so gierig von Nemesis war, er ist halt mit seinem Q auf den großen Raptor gecharged und hat da tatsächlich den Reset bekommen. Wenn der Raptor stirbt in dem Moment, wo er quasi auf ihn queued, dann hat er keinen Reset und steht neben dem Gegner. Also Nemesis hat da super viel riskiert. Wenn er diesen Last nicht bekommt, ist die ganze Situation halt gegessen. Ja, hat er genau den Last Hit bekommen, kriegt seinen Reset und kann die ganze Combo durchbringen. Leider Gottes hat Paris auch seine W-Combo verfehlt, weil Irelia da nach vorne gedasht ist. Kriegt nochmal ihre Markierung, ihren Reset und mit zwei Qs kann er dann Xin vernichten. Das war ja, als Paris da nach vorne geht. Da muss Sejuani halt ganz knapp noch Cooldown gehabt haben. Also es auf den Stun hat er da keinen Cooldown, aber auch. Keine Ahnung, sah ein bisschen merkwürdig aus, dass er den Stun so spät aktiviert hat. Ich glaube, er hat halt extra noch auf seinen Q-Cooldown gewartet. Ja. Und dann ist er den Stun gezogen. Stirbt dann leider noch ganz, ganz knapp. Jetzt versuche ich auf Raxo zu engagen, aber ist natürlich ein Tam Kench. Hätten wir mit seiner grauen Lebensnest noch ein bisschen mehr aus.
schildert sich, muss damit vielleicht rausgehen. Und Matt zieht sich da zurück. Oh, Kaiser hat 15 Farben Vorsprung. Nicht wenig. Damit erinnert sich das Ganze auch die Waage. Paris ist jetzt vor 20 unterwegs. Allerdings auch Nemesis 4 Kill-Beteiligung. Davon ist leider einer ein Assist. Also er hat ein bisschen weniger geholt, durch die rein Kills bekommen. Dafür verwertet er aber die Teil-Items jetzt schon mal deutlich effizienter. Also ohne Ludens ist Paris jetzt nicht so effektiv in der Mitte, während halt Phage und Sheen für Irelia schon zwei sehr effiziente Items sind. So, jetzt war ich ja gerade am Talia-Irelia-Matchup so ein bisschen am Auswerten. Das klingt halt erstmal so komisch, weil Talia quasi einen Spell hat, der dich dafür bestraft, wenn du durchdashst. Weil wenn du durch diese Minen von ihr durchdashst, kriegst du halt eine Menge Schaden. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Grundschaden von dem Ding nicht so hoch ist und du die Gegner eigentlich selber durchschleudern willst. Und wenn der Gegner halt sehr mobil ist, kann es zwar passieren, dass er die Dinge auslöst, aber du kannst halt dein W nicht mehr treffen. Also den W kann halt Talia so einfach outplayen, dass es halt gar kein Problem ist, immer wieder in die All-In-Situation gegen Talia zu kommen. Oh, Raxo, oh, der steht. Leute, was ist da? Ganz normal genutzt, aber da kommt eben nochmal die Kuh mit dazu. Falco schmeißt da den Tom Catch nochmal zurück. Cornshot kriegt den Kill, Teleport ist abgebrochen. Das wäre auch Selbstmord gewesen, da so reinzugehen. Also Mad Lions sind zwar killtechnisch nicht weit vorne, aber ihr Pressure-Verhalten ist halt deutlich effizienter. Ja. Sie sind halt bisher das Team, das für die ganzen Aktionen geht. Die Griechen versuchen zwar so ein bisschen mit Reaktionen zu antworten, aber bisher glückt das nicht zu 100%. Umkriegt man hier zumindest auch mal einen Tome Trade. Das ist gar nicht so verkehrt. Sie halten sich halt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, Paris hat auch in der Mitte gut gepusht, somit verliert man da auch nochmal ein bisschen was. Aber ich glaube auch so Late Games, Scaling technisch wollen sie einfach nicht ins Late Game, weil Talia halt auf der Side Lane einfach komplett auseinandergenommen wird. Oh, man hat sich tatsächlich den Orn gedived, hat das super funktioniert, keine Probleme. Oh, das war schön gespielt. Sie haben halt quasi perfekt Orn sein Auto-Tag denied, dass er den Brittle Auto-Tag auf Xin nicht durchbekommt in Turmreichweite. Ja. Weil er Xin den Knock-Up durchbekommt und direkt nach dem Knock-Up Poppy flasht, um halt ihn Stun zu bekommen. Ah, perfekte Kombo. Damit auch der erste Tod für Orn. Lane-Stop jetzt von Matt. Während auf der Seite von Panathinaikos sogar noch die Xayah-Botlane ist. Paris muss jetzt eigentlich bloß in die Mitte gehen. Sein Ult-Cooler sollte vorher zurückkommen, bevor der Flash kommt von Talia. Und wenn sie keinen Flash hat, ist sie halt der einfachste Kill auf der Welt. Muss natürlich noch so ein bisschen auf deine Umwelt achten. Tam Kench sollte gerade auf der Map zu sehen sein, wenn du für so einen Engage gehst. Ansonsten kann es doch nochmal schwierig werden. Möchtest dann natürlich auch die Kontrolle über die restlichen Spieler haben. Upsi. Ich hab ein bisschen daneben gesetzt. Und er versucht jetzt die Mitte hier noch mitzunehmen. Bilito. Oh, der W ist draußen. Ist da dran, aber es reicht einfach noch nicht. Man kriegt zwar immer mehr Schaden auf den Turm, aber noch hat er die Hälfte seines Lebens. Rage Bag für Kaiser, auch schon mal ein schöner Power Spike, Single Target aus, Power Spikes, Aua Spikes. Also kann man sie ja wirklich. Aua Spikes gibt es auch, ja. Tut halt wirklich richtig weh. Sie gruppieren so ein bisschen, sie wollen jetzt Richtung Top Lane. Die müssen ja rauspushen, damit sie mehr Platz für den Herald haben. Drache ist zwar auch noch zu nehmen, aber der Drache ist natürlich in so einem Szenario nicht unbedingt so lukrativ, wie es halt ein Herald sein kann. Ja, dadurch, dass es halt bloß ein Cloud Drake ist. Alle werden gespottet. Dominant, der gönnt sich noch so ein bisschen. Guckt nochmal ein bisschen rein, ärgert die Gegner, Selfman jetzt unterwegs. Oh, Raxo da in keiner guten Position. Er hat nichts ab, rauf, er hat da kommt nochmal hinterher. CC da durch, man versucht ihn mitzunehmen, was hat ein Tom Catcher, hält recht schwer aus. Jetzt ist er gefallen, der Kegel an Falco. Paris versucht ihn mal von der Seite zu verkehren, er hat aber keinen Mana, aber der Schaden hier von Bananito. Der Hoher hat da nochmal gut aus mit seinen Fehlern, man geht jetzt einfach hinterher. Crownshot jetzt in Gefahr, Flash auch nochmal ran. Double Kill für den Xin und Whirlap ist jetzt komplett auf sich allein gestellt, schön nochmal nach hinten geworfen. Das ist der nächste Kill, der hält natürlich noch recht lange durch. Aber das ist der Triple Kill für Dominant. Und das sind solche Aktionen, die brauchen sie. Die nehmen sie gerne. Bisschen schade, 6-7 Minuten fehlen noch, das ist der Nasher. Dann kann sowas halt äußerst relevant sein. Hier ist es halt noch nicht ein Game, was sie gewinnen, aber trotzdem viel Gold. Und jetzt gucken sie mal an, was sie halt alles auf Raxo verballert haben. Cijani mit ihrer gesamten Kombo, sogar nochmal ein Orn-Ultimate, nur um ihn zu bekommen an der Stelle. Ja, zumindest hat man hinten den AD-Carry nochmal kurz zonen können. Aber Talia kann an der Stelle mit ihrer Ultimate Federn, quasi an so einem engen Spot die Federn so platzieren, dass sie halt vier Leute auf einmal trifft. Und an der Stelle ist das Ding gegessen. So, wenn sie vier Leute dort snaren kann, dann kriegen die halt erstens vier Schaden ab, sind nochmal zieht und der Rest des Teams kann mit denen aufräumen. Also hier Bananito
einfach mit einem wunderschönen Ultimate, was diesen Teamfight alleine entscheidet. Jetzt mit dem Harrod, der wird auch nochmal helfen, einen Turm mitzunehmen. Raxo hat direkt auf Ghost gewechselt. Ich mit Spellbook mal ganz cool. Das ist übrigens auch ihr Vorteil, wenn sie jetzt zum Beispiel in eine Situation kommen, sagen wir mal, wo sie bis ein Catchen, der nicht der Jungler ist, können sie mit Spellbook halt immer noch auf ein zweites Smite wechseln. Und haben dadurch halt eine viel, viel bessere Nasher Execution. Wo sie halt nicht so ein großes Risiko in Kauf nehmen müssen, dass der vielleicht gesteelt wird. Das ist halt kein 50-50 Baron an der Stelle. Sejuani findet ja oft einen Weg, nochmal ins Pit zu kommen. Sie hat nochmal selber einen Sprung zur Verfügung. Weil man hat mit Poppy natürlich auch noch Möglichkeiten, da abzuwehren. Also das stimmt. Nicht nur über die Ult, über den Hammer offensichtlich, sondern auch über die W. Also, wenn Poppy dann an der Wand steht, hat Sejuani gar keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Balanito eben natürlich mit einer super guten Ult. Was man so später eben häufiger mal hinbekommen. Und dann ist er vielleicht die erste Xayah des Tages, bei der wir sagen, oh ja, Mensch, war toll. Naja, bisher ist er halt auch bloß derjenige, der halt, ich sag mal, im Hintergrund agiert. Ne? Das ist halt immer das Schöne, wenn du eine Ashe oder einen Varus im Spiel hast. Bei denen merkst du halt sehr effektiv, wann sie halt effizient sind. Weil du eigentlich bloß auf die Ultimates achten musst. Guter Engage oder halt nicht guter Engage. Und wie sie halt danach das Ganze runterkiten. Nemesis hat hier schon mal den Drachen gestartet, kassiert ein bisschen was, aber dadurch, dass er den Drachen hier schon mal startet, kann man den auch sehr schnell als Team abholen. Der geht an Sejuani und damit ein bisschen mehr Lauftempo. Ist nicht die Welt, aber auch nicht verkehrt. Eine mobilere Irelia bedeutet auch, dass man sich halt automatisch vorsichtiger ihr gegenüber verhalten muss. Ja, Dominant immer in der Nähe, versucht er seine Lanes immer gut abzudecken. Ich wundere ein bisschen, dass als der Drache gerade gefallen ist, er nicht direkt auf die Top-Lane marschiert ist, um den Harrod zu platzieren. Da hätten sie wirklich für den T2-Turm gehen können. Wir haben Irelia hat gesehen, wie sie von der Botlane Richtung River gemoved ist. Und auch wenn der Drache fällt, kann man davon ausgehen, dass der Jungler halt auch mit dabei ist. Vielleicht war man hier ein bisschen vorsichtig. Sie versuchen das Ganze jetzt halt über einen Catch runterzuspielen. Warten noch ganz gemütlich, bis Irelia dort einen Schritt zu viel macht. Wenn sie Irelia bekommen, können sie halt direkt den Harrod platzieren und für den T2-Turm gehen. Das ist jetzt gerade noch recht vorsichtig. Wave wird jetzt geklärt. Super offensichtlich, ne? Paris hat halt... der Harrod. Also Paris hat nicht ein einziges Mal bisher sein W eingesetzt, wenn nicht jemand anderes mit auf der Lane war. Das war für Nemesis hier abzusehen. Jared wird auch reichen. Die Rotation einfach. Die war von Matt zwar auch da, aber Panathinaikos in sich auch als Team dahin rotiert. Jetzt kommt Raxo auch nochmal dazu. Und hat jetzt den Harrod, der am Inhibitor-Turm klopft. Und wenn man Glück hat, kann man den sogar komplett mitnehmen. Der Hammer schmeißt hier nochmal zwei Leute raus. Sogar drei im Endeffekt. Jetzt geht man auf Nemesis. Der versucht ihn nochmal gut gegenzufighten. Die Ohren und hier wichtig, um Zeit rauszuholen. Jetzt aber wieder die Xayah-Fähre. Oh, was für ein Kombo! Das ist ein wunderschöner Knockback hier. Von der Talia zwei Kills gefallen. Der dritte jetzt da. Und man holt das sich einen nach dem anderen. Was ist das Game? Die holen jetzt den Inhibitor. Jetzt wollen die mit dem Harrod natürlich auf die Nexus-Turm. Und das wäre halt ein super schnelles Game. Das ist 17-Minuten-Game. Und vielleicht Dancing Harrod. Nemesis alleine nur das Ganze überlebt. Der Harrod immer noch da. Der will tanzen, Leute. Zwei insane Teamfights reichen einfach, damit Panathinaikos hier den Dancing Favoriten wissen. Harrod. Dancing Harrod. Nice one! Das war auf jeden Fall die Überraschung des Tages. Ich meine, Mad Lions werden vom Underdog zerstört. In unter 18 Minuten. Mind-blowing. Holy moly. Was krass, zur Hölle? Ja. Krasses Ding, aber es waren halt wirklich zwei richtig dicke Patzer. Aber jetzt zum Schluss, diesen 4-Mann-Knock-Up von Talia zu sehen. Das war alles sehr gut gemacht. Das war juicy. Das war wirklich, also die beiden Teamfights jetzt, die letzten, haben halt das Game halt, ja, komplett gewonnen. Also einmal, es war, wenn man so möchte, waren es halt zwei Spells. Ja. Ein Xayah Ultimate und ein Talia W. Naja, kombiniert mit ihm eh, was noch dazu gehört, aber grundmäßig aber halt hat der hauptsächlich W. diese Fähigkeiten eben. Grundmäßig war es der W, der halt so relevant war. W und R. Und du hast ein Game gewonnen. Zwei Fähigkeiten. GG. Ja, geil. So schnell kann es laufen. Es sah halt überhaupt nicht gut aus. Alle Lanes so ein bisschen im Nachteil. In der Midlane konnte man sich weiter nach vorne bringen. Aber es kam gar nicht zu einem Szenario, wo Madlines scalen konnten. Weil sie halt viel zu früh halt für solche Fights gehen. Und halt einfach ein bisschen vielleicht auch zu respektlos an die Sache rangehen. Das heißt aber für uns, dass wir ja gar keinen Tiebreaker dann haben, oder? Richtig. Es gibt jetzt keine Tiebreaker mehr. Ich weiß nicht, hast du es bei dir? Vielleicht können wir zur Not nochmal auf die Gruppen gehen. Nee, es gibt keinen Tiebreaker. Also hundertprozentig nicht. Brauchen wir es auch nicht zeigen. Wenn Mad Lions verliert, dann ist jetzt. Ja, Panathinaikos ist jetzt in Gruppe 10, nämlich auf dem ersten Platz. Und Mad Lions ist zweiter. 24 Stunden Stream morgen. Sehr.
Das hast du jetzt gesagt, du musst durchziehen. Nee. Ja, eigentlich schon. Siehst du meine Augenringe? Weißt du, wie alt ich bin? Mein Herz. Junge, mein okay. Herz. Ja. Müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Also kein 24-Stunden-Stream. Aber dafür haben wir jetzt noch ein Game, denn das war es noch nicht. Das war jetzt sehr schnell vorbei. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt länger... Das ist 17 Minuten. Das war schneller als ESG. Das war halt legit das schnellste Game, was ich so gecastet habe. Das war schneller als Brücki auf dem Pott. Ich glaube, das war das schnellste Game, was ich je gesehen habe. Nee, ich glaube, bei den Worlds gab es mal so einen 16-Minuten-Win. Kann das? Oh, das kann durchaus sein. Ich habe jetzt nicht alle Zeit von. Ja, ich habe halt. Also ich überlege gerade, ich versuche es in meinem Kopf zu rekonstruieren, aber mein Gehirn ist einfach auch schon wieder Matsch. Kann passieren, Leute. Es ist halt 23 Uhr. Noch nicht ganz, aber ja, wir haben jetzt natürlich noch ein Game vor uns, und zwar Gamers Origin gegen For the Win. Da geht es jetzt eigentlich nur darum, ob Gamers Origin mit dem 3-0 aus der Gruppe geht oder nicht. Und die Platzierungen stehen alle fest. Ja, wir haben die Teams, die in der nächsten Runde sind. Das heißt, das Spiel haben wir noch und dann ist Wochenende erst eine Pause und nächste Woche geht es dann mit den Playoffs weiter. Wir gehen jetzt erstmal eine kleine Pause. Ja, noch nicht vorbei. Dann haben wir das letzte Game, rennt nicht so weit weg. Bis gleich. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?